Es ist das Ende einer Ära in der größten Stadt der Metropolregion Rhein-Neckar. Peter Kurz ist nicht mehr Oberbürgermeister. In der Nacht, da gab es die telefonische Übergabe an seinen Nachfolger im Amt, an Christian Specht. Telefonisch, das hat historische Hintergründe, denn Mannheim war Ende des Zweiten Weltkrieges die einzige Stadt, die telefonisch kapituliert hatte. Vorausgegangen dem Ganzen war am Abend eine spontan einberufene oder schnell einberufene Gemeinderatssitzung, in der Specht als Oberbürgermeister bestellt wurde, nachdem es ja Einsprüche gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl gegeben hatte. In der Sitzung haben die Mitglieder Christian Specht dann einstimmig bestellt und damit ist er jetzt der Oberbürgermeister und handlungsfähig, bis die Wahl dann auch rechtsgültig ist. Und nach der Wahl hat sich der bisherige Oberbürgermeister Peter Kurz noch einmal für uns Zeit genommen und mit Johanna Scherdl gesprochen. Herr Kurz, 16 Jahre haben Sie die Stadt Mannheim maßgeblich als Oberbürgermeister geprägt. Wenn Sie zurückschauen, an was erinnern Sie sich am liebsten? Am liebsten erinnere ich mich natürlich an die Begegnungen mit vielen Menschen. Der Neujahrsempfang war immer ein ganz besonderes Ereignis, wo die ganze Stadtgesellschaft gefühlt zumindest zusammenkam, mit ganz vielen Gesprächen, aber natürlich auch tolle Gäste in der Stadt. Und wenn es große Erfolge gab, wie beispielsweise die Eröffnung der Bundesgartenschau, dann sind das natürlich auch besondere Momente. So eine Amtszeit ist natürlich auch von Höhen und Tiefen geprägt. An was erinnern Sie sich nicht so ganz gerne zurück? Ja, wir haben natürlich schon auch dramatische Ereignisse gehabt. Dazu gehörte der Tod von 3 Kindern in einer sogenannten Problemimmobilie 2014. Das war ein sehr belastendes Ereignis, wie überhaupt natürlich die besonderen Krisensituationen, die wir erlebt haben, am Schluss nochmal mit Corona nicht zu den positiven Erinnerungen zählen. In Ihrer Amtszeit wurden Sie natürlich auch als Weltbürgermeister geehrt. Welche Relevanz hatte das für Sie persönlich und auch in Ihrer Arbeit als Stadtoberhaupt? Ich glaube, es hat Aufmerksamkeit geschaffen für die Stadt und natürlich auf der nationalen Ebene wie auch auf der internationalen Ebene natürlich die ein oder andere Tür auch mit geöffnet. Auf der anderen Seite war es für mich persönlich natürlich auch eine schöne Anerkennung. Die SPD steht vor einer schwierigen Zeit in der Region. Mannheim, die einstige SPD-Hochburg, wird nun von einem CDU-Oberbürgermeister regiert. Dazu kommt natürlich auch, dass Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, nun die Partei verlässt. Was denken Sie, woran liegt das? Ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Ursachen und deswegen kann man das, glaube ich, jetzt nicht vor allen Dingen unter der Überschrift SPD diskutieren. Das eine ist sicher die besondere Situation vielleicht auch in Rheinland-Pfalz und die Situation Ludwigshafens. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, eine Oberbürgermeisterwahl in Mannheim ist natürlich immer auch eine Persönlichkeitswahl und da steht natürlich auch die Frage der Kontinuität mit im Raum und Kollege Specht ist als erster Bürgermeister angetreten. Insofern ist das Thema Wechsel genauso präsent wie gleichzeitig, aber das Thema auch Kontinuität. Nun übernimmt, wie Sie gerade angesprochen haben, Christian Specht für Sie das Ruder. Langjähriger Weggefährte als erster Bürgermeister. Was wünschen Sie ihm? Ja, natürlich auch immer Glück und Fortune und die berühmte Handbreit Wasser unter dem Kiel. Und natürlich Erfolg im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Und was wünschen Sie sich für die Bürger der Stadt und für Mannheim? Ja, dass wir auch zukünftige Krisen, die werden uns nicht verschonen, gut bewältigen können, dass der Zusammenhalt in unserer Stadt weiter erhalten werden kann oder vielleicht auch wieder gestärkt werden kann, als Voraussetzung tatsächlich auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Und wie sieht nun jetzt Ihre nahe Zukunft aus? Ja, zunächst einmal gibt es Urlaub und ich brauche jetzt auch etwas Abstand und dann wird man schauen, in welchen Bereichen ich mich weiter engagiere. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kurz, und wir wünschen Ihnen nur das Beste. Danke sehr.